Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder reinschaut zur nächsten Folge auf diesem Kanal. Und zwar zur nächsten, was haben wir denn, 5-6er Folge heute mal. Ja, gleich 6 Folgen am Stück für unseren Transformers Optimus Prime. Da wollen wir weitermachen. 6 Ausgaben liegen wieder da. Die Monatslieferung hierzulande gibt. Ja, geben ja 6 Ausgaben her. Und zwar haben wir hier einen großen Schlag, die Ausgaben 33 bis 38. Ein ganzer Schlag, den wir heute wegbauen wollen und am Torso weiterbauen. Genau, so ist es. Wir haben da schon einiges zusammenbekommen letztes Mal. Ne, das ist das Gestell bis jetzt. Aber da sind wir noch lange nicht fertig. Da kommen noch diverse Details heute dran. Aus allen möglichen Gestänge, Platten, Abdeckungen, was auch immer. Kommt alles mit dran. Sogar 2 LEDs kommen mit dran. 2 Scheinwerfer-ähnliche Elemente kommen ebenfalls mit rein. Also es bleibt nicht nur bei Elektronik im Kopf mit den Augen, sondern auch hier werden diverse LEDs mit eingebaut. Nicht viele, aber ein paar sind mit drin. Ja, ich würde sagen, verlieren wir gar keine weitere Zeit. 6 Ausgaben liegen vor uns und der Torso wird weitergebaut in den Ausgaben 33 bis 38 für unseren Optimus Prime. Viel Spaß, bis gleich. So ihr Lieben, legen wir los. Gleich mit 2 Ausgaben. Zum Anfang Ausgabe 33, die haben wir hier, und Ausgabe 34, die haben wir hier. Zunächst zur 33. Da bekommen wir neue Teile für den Torso. Genau, Rückenplatte für das Becken und ein paar Details dazu. Dann machen wir das doch. Ihr kommt näher. Wir holen uns die Teile ran. Das sind sie alle, die wir als erstes brauchen. Zunächst sollen wir uns das Stück nehmen, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr, diese beiden hier, die jeweils zusammengesetzt werden sollen. Mal gucken, dass wir die richtigen hier haben. Die sind nämlich einmal spiegelverkehrt. Das hier soll zuerst genommen werden und auch dieses Stück. Jetzt muss ich mal eben gucken, wobei die ziemlich identisch sind. Genau, 33b, die sind identisch, aber die halt nicht. Das heißt, hier müssen wir es einmal so zusammenstecken. So. Und das Gegenstück einmal hier. Genauso. Das drehen wir nämlich einmal. Genau. Das kommt hier zusammen. So. Die beiden haben wir und sollen dann eingesetzt werden in diese Rückenplatte. Das erste Stück, was wir gerade eben zusammengesetzt haben, das war jenes, kommt hier auf diese Seite. Zack. Und das andere Stück hier mit rein. Haben wir. Und dann soll das Ganze. Nee, das ist verkehrt. Das ist verkehrt, aber wir müssen es nur einmal drehen, sehe ich gerade. So ist das richtig, dass die Pins nach innen zeigen. Na gut, also die Teile waren richtig, aber nur halt falsch gedreht. Naja, wenn es das nur ist, kriegen wir das auch noch hin. Ich könnte mir vorstellen, dass die so irgendwie zusammengreifen müssen. Das ist ja auch schräg, das Ganze. Ist dem so? Nee, das sieht irgendwie merkwürdig aus, ehrlich gesagt. Nee, das sind eindeutig die falschen. Nee, da sind sie außen. Hier sind sie innen. Dann sind die doch falsch gewesen. Das ist irgendwie verwirrend in der Anleitung dargestellt. Nochmal das Ganze. Dieses Element, was ich hier habe, das soll einmal umgedreht hier hin. Das zeigt dann aber ja nach innen. Das kann ja nicht das gleiche sein. Das muss nach außen zeigen. Das ist dieses hier. Also entweder verstehe ich die Anleitung nicht oder die haben das da falsch angegeben. Ich weiß es nicht. Also die kommen auf jeden Fall jetzt so hier hin, dass sie nach außen zeigen. Diese beiden Pins. Na gut. Und dann sollen wir das Ganze an den Torso jetzt ansetzen, an diese
Seite und zwar, wollen wir mal gucken, die hier kommen hier mit rein. Das soll, also hier sollen die hier reingreifen. So, das haben wir schon mal. Die sollen wir jetzt hier mit einsetzen. Ja, okay, so. Ist das richtig so? Also irgendwie ist hier was verkehrt. So, das lässt sich doch bewegen, meine ich doch. So kommen die hier mit zusammen. So, das haben wir geschafft. Alles klar. Okay, das haben wir dran, dieses Rückenteil. Mein Mann. Hier ist was los. Dann drehen wir das einmal um. Und dann kommen diese anderen Teile noch zusammen. Die hier. Da kommt dieses kleine Teil auf das größere Teil. Geht nur in einer Position zum Draufstecken. Zack. Und das Stück kommt hier rein. So rum. Auch Zielen üben. Und wenn es reingehen würde, wäre es noch besser. Ah, jetzt. Okay, so. Und das Ganze kommt dann hier. Hier haben wir 4 Pins. Kommt das, ah ja, hier vorne mit ran. Auch nur eine weitere Steckverbindung. Okay, das war dann die 33. Alles klar. Haben wir erledigt. War doch ein bisschen komplizierter als gerade gedacht. Aber wenn man die Anleitung nicht richtig lesen kann, wird es schwieriger. So, die nächsten Teile. 34. Da brauchen wir zuerst einmal diese Platte. Und dann brauchen wir die rechte Seite vom Torso. Ja, cool, dass das wieder abfällt. Das macht Sinn. So, das wird hier einmal eingesetzt. Hier haben wir 2 große Löcher. Ist das richtig so? Und hier oben ist noch ein Pin. Ah ja, das greift hier alles ineinander, okay. Dann kommt das hier hin und wird mit einer IP-Schraube, Grüße, nochmal festgeschraubt hier unten. Jo, haben wir. Legen wir eben zur Seite. Dann kommen noch diverse andere Teile jetzt zusammen. Und zwar sollen wir auf diesem Stück diesen kleinen Nupsi hier oben reinsetzen. Geht nur in einer Position. Und auch mit einer IP-Schraube fixieren. Man kann ein bisschen gegendrücken, dann kann der nicht abhauen. Okay. Und an die Seiten kommen diese beiden Stifte. Die werden hier einfach reingesetzt. Einmal. Und zweimal. Okay. Haben wir. Und dann soll das Ganze jetzt an dem frisch angebauten Teil hier unten angesetzt werden. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie rum das Ganze soll. Mit dem Nupsi hier nach oben anscheinend. Ja, hier haben wir 2. Das bekommt so zusammen. Ah ja, okay. Und hier haben wir noch so eine Stange. Die wird hier, also erstmal weggebogen und dann kommt die hier mit dran. Alles klar. Dann drehen und schieben wir das Ganze nochmal und drücken das dann hier drauf. So. Und wird aber auch nochmal mit einer IP-Schraube hier drin auch nochmal festgehalten. Okay, dann haben wir noch dieses Stück, das jetzt hier einmal eingesetzt wird. Aber nur eine Seite. Welche davon? Anscheinend die untere von beiden. So, ich denke mal erstmal so,
wie das hier aussieht. Und dann haben wir noch zwei von diesen hier. Das sind noch zwei weitere Stangen, die wir noch haben. Das ist jetzt bestimmt das Gegenstück hier. Ja, hier haben wir auch zwei Pins. Hier haben wir das ähnlich. Das heißt, einmal wird es hier aufgesetzt werden können. Theoretisch. Und dann einmal hier oben. Oder auch nicht. Achso, andersrum. Nee, Quatsch, das passt doch beides nicht. Das wird ja nicht passen. Das kann ja nur hier passen. Ja, okay. Das wird nur hier oben drauf passen. Das andere kann nur hier passen. So. Ist verschieden hier. Beiden Seiten, aber okay. Wenn es so passt, dann bitteschön. Und dann haben wir hier diese Abdeckung noch. Die soll auf der Rückseite in diese beiden Pins mit wohl hier. Nein, das wird dann wohl hier so sein. Ja, das scheint so zu sein. Okay, haben wir. Dann geht es weiter direkt mit den nächsten beiden. So ihr Lieben, es geht weiter mit der Ausgabe 35 und 36, die ich schon zu mir zurechtgelegt habe. Zunächst die 35, da haben wir noch neue Teile, wie man hier sehen kann. Und zwar zwei LEDs, die hier mit eingesetzt werden, plus ein paar Kleinteile und eine Halterung. Wir sollen uns zuerst diese hier mit diesem Bügel hier dran nehmen. Da kommen die Scheinwerfer, sag ich mal, hier einmal so dran. Beziehungsweise drüber, hier über den Pin, so, hier kommen sie rein und werden mit einer UP-Schraube, das ist so eine kleine mit einem flachen Kopf, dann auch festgehalten. So, nicht viel schrauben, soll sich wohl weiterhin bewegen. Nee, gar nicht wahr, da ist noch so viel Platz hier. Das wäre ja doof. Das macht keinen Sinn. Dann schraube ich noch ein, zwei Windungen und dann sieht das Ganze ja schon besser aus. Alles klar. So. Und dann wird das Ganze auch schon eingesetzt. Okay. Körper wieder her. Das kommt vorne in diese beiden Löcher. Okay, hier. So. Ja, scheint so. Alles klar. Das wird hier eingesetzt. Hier haben wir also Beleuchtung mit dabei. Alles klar. Und jetzt müssen wir gucken, dass das ganze Kabel hier durchkommt. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen jetzt nach hinten führen. Hier hinter. Wie soll das denn klappen? Hier hinter und durch, sodass das Kabel im Inneren wieder zu sehen ist. Und das müssen wir jetzt eben nach oben führen. Das heißt, Pinzette da, ja. Versuchen, das Kabel zu greifen. Da ist es. Und dann hier hochführen. Dass das quasi hier hinter diesem Stück und dann hier oben wieder rauskommt. Okay. Sodass das Kabel hier sich so ein bisschen längs läuft, aber so ein bisschen größtenteils versteckt wird hier. Okay. Haben wir. Dann kommt als nächstes dieses Element. Ich muss mal gucken, ob ich immer hinten bin oder unten bin, wie auch immer. Jetzt kommen hier. Hier haben wir zwei Halterungen. Da kommt das ran. Anscheinend. Irgendwie sollen die hier so bestimmt eingeklinkt werden. Ja, hier. Da kriegt man natürlich jetzt richtig viel, weil da richtig viel Platz ist. Überhaupt gar keinen Druck drauf auf die Dinger. Ja, das ist witzig. Wie wir die jetzt zusammensetzen sollen. Ich habe hier gar keinen Griffpunkt. Das ist ja blöde. Na gut. Okay, dann machen wir das so. Klack. Sitzt auch drin. Dann kommt diese große Abdeckung. Das ist auch so ein Kugellager, sehe ich schon. Auf diesen Eumel hier, den wir gerade eingesetzt haben. Und zwar
So rum. So wie es aussieht. Ja, okay. Dann legen wir es auch eben zur Seite. Und nehmen uns jetzt diese restlichen beiden Stücke, die zusammengesetzt werden. Und zwar einmal drehen, so hin. Und hier kommt das hier dann zusammen. Nee, macht da keinen Sinn. Das muss ja schon hier zusammengesetzt werden. So, okay, so. Und wird mit einer IP-Schraube festgehalten. Ups. Na komm. So, dass das diese Konstruktion bleibt. Und an diese beiden Pins kommt jetzt eins von diesen beiden. Mal gucken, welches das ist. Ist es jenes? Ich glaube nicht. Dann eher jenes. Genau. Und das wird dann hier mit eingefügt. So, haben wir auch. Und dann wird das ganze Stück, was wir jetzt haben, hier verbunden mit dem Ganzen. Und zwar hier haben wir noch, oh Gott, hier haben wir noch eine Kugel, da. Da kommt das wohl, Gott, muss echt aufpassen, wo man hier drückt. Da fällt nämlich jetzt wieder die Rückenplatte ab hier. Oh, das ist auch echt. So, das soll dann wohl hier so hin. Alles klar, dann haben wir das auch dran und sind damit soweit durch. Jetzt würde die Ausgabe 36 als nächstes kommen. Und ihr seht schon anhand der Teile, dass das exakt das gleiche ist, was wir schon gerade eben mal auf dieser Seite getan haben. Das haben wir hier schon alles angebaut gerade. Das heißt, es würde sich jetzt nochmal das Ganze, was wir hier haben, wiederholen. Und damit das Video nicht allzu lange dauert, beziehungsweise ihr das Ganze nicht nochmal euch anschauen müsst, ihr seht ja das Ergebnis bis jetzt, mache ich mal eben einen kurzen Cut, baue alles auf der anderen Seite ran, das ist nämlich die Ausgabe 36. Und ich glaube, Ausgabe 37 bietet uns dann genau die gleichen Teile, genau. Und die 38, okay, 38, da kommen mal ein paar neue Teile. Das heißt, ich mache mal eben die 36 und 37 für mich. Das ist dann der Bau der anderen Seite. Und dann machen wir noch die 38 zusammen fertig. So ihr Lieben, dann bin ich soweit fertig und wir sind schon in der letzten Ausgabe angekommen. Die 38 für heute. Ihr seht, das Ganze ist jetzt auf beiden Seiten gleich gebaut worden. Hier sitzen die Scheinwerfer mit drin. So sieht das Ganze von vorne und so von hinten aus aktuell. Und ja, jetzt gucken hier nämlich zwei Kabel mit raus. Gut, legen wir eben zur Seite, aber brauchen wir wahrscheinlich in wenigen Sekunden wieder, genau. Denn es kommen noch ein paar Teile, die angesetzt werden wollen an den Torso. Und zwar drehen wir ihn nach vorne, genau. Und da kommt zunächst, na, fast erstmal hier diese Platte. Da kommen diese beiden kleineren Elemente dazu. Hier sehen wir einen kleinen rechteckigen Pin. Der kommt hier in das Rechteck mit rein. So sehen wir dann, okay, das ist die richtige Position des Ganzen. Das war die richtige Position. Und dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Beziehungsweise unten. So, setzen wir die auch einmal zusammen, dass alles zusammenkommt. Und wird dann hier mitten eingesetzt. Dann machen wir das doch. Zack. Sitzt das mit drin. Dann kommt als nächstes diese Platte. Die kommt hier an die beiden unteren mit ran. Okay, das wird auch hier einmal eingefügt. Muss echt aufpassen, dass man das Ganze nirgendwo falsch abstützt und dann alles Mögliche wegbricht. Auch der Torso ist mindestens genauso detailliert wie das Bein, wo man sich reihenweise was abbrechen könnte. Und auf der Rückseite haben wir hier noch drei Löcher. Da kommt diese schicke Platte mit dran, die dann hinten noch ein bisschen für
Abdeckung sorgt. Ein bisschen gucken, dass wir alle drei Zapfen zusammenkriegen. Und dann drücken wir es so weit, wie es geht. In dem Fall weiter wie jetzt geht es nicht. Ja, und damit sind wir durch. Das war auch kurz und schmerzlos die Ausgabe 38. Und dann haben wir alles geschafft für diese 6er-Folge. Ja, unser Torso hat mächtig, wie ihr sehen könnt, mächtig die Gestalt angenommen. Scheinwerfer sind mit eingebaut und so weiter und so fort. Ja, ihr Lieben, das waren sie auch schon. Die nächsten 6 Ausgaben für unseren Optimus Prime. Der Torso hat sich, wie ihr sehen könnt, mächtig weiterentwickelt. Ich glaube, es war hauptsächlich heute tatsächlich Plastikteile, wenn nicht sogar alle Teile waren Plastik heute, aber ja, da seht ihr die Details, die mittlerweile am Torso schon mit dran sind. Und ich gehe stark davon aus, dass wir genau in diesem Bereich dann demnächst auch weiter bauen werden. Ja, das werden die nächsten 6 Ausgaben werden. Das sind dann die Ausgaben 39, 40, 41, 42, 43, 44, also 39 bis 44. Das werden die nächsten 6 Ausgaben sein. Und wenn sie genauso gefüllt sind wie jetzt aktuell, können wir das gut in einer 6er Folge abarbeiten. Gut, das war alles für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich sehr freuen. Kanalabo genauso, würde mich auch sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zur nächsten Videofolge. Wie gewohnt, euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, viel Spaß beim weiteren Bauen eures Transformers oder ein anderes Modell. Gibt ja genug auf dem Markt natürlich. Und bis zum nächsten Mal.